Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Oha, ich hab einen Screen Akt 2 jetzt Ich da. über den Hügel nach Lut'Golaim. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner harrten. Seid gegrüßt. Okay, ja moin, jetzt haben wir da gelandet in der neuen Stadt. Brauchen das aber Teile und dann können wir zum Grab eintreten. Not bad. Das tun wir mal. Ich weiß nicht, warum ihr Leute mich andauernd behelligt. Greed scheint diesen Ort bestens unter Kontrolle zu haben. Nicht, dass ich das nicht auch gekonnt hätte. Ich habe meinen Kampfgeist viele Male unter Beweis gestellt. Das ist versteckt. Sie sagen, dass der Geschmack der Rache bittersüß sei, aber ich mag ihn. Ich habe den Händlern gesagt, was ihr für uns getan habt, und sie haben eingewilligt, ihre Dankbarkeit zu zeigen, indem sie ihre Waren und Dienste billiger anbieten. Oh, und Jerin hat euch etwas Wichtiges zu sagen. Ihr findet ihn vor dem Palast. Okay, nice. Sieht der 8 Plätzegürtel sind da drinnen, ja. Mit 8 Verteidigung, meiner hat nur 2 Verteidigung. Hey, die sind gut. Verteidigung 3, Verteidigung 5, Verteidigung 8. Der kostet 2000, das ist für real gar nicht so viel. Den kaufen wir gleich. Tausend. Yes, das ist eigentlich gut. Ja, eigentlich wäre recht gut, dass es gibt. In dem gleichen Shop, Blut. Genau 10.000 gut drinnen gehabt im Lager, wie auch immer. Hallo. Sie sagen, dass. Sie sagen, Sieht man. Dass der Geschmack der Rache bittersüß sei, aber ich mag ihn. Ich habe den Händlern gesagt, was ihr für uns getan habt, und sie haben eingewilligt, ihre Dankbarkeit zu zeigen. Vor dem Ballast ist er, sagt sie. Vor dem Ballast. Ah, ist es hier da unten? Yes. Dürfen wir aber nicht rein. Ihr dürft nicht passieren! Einfach ausgesperrt. Der ist aber da drinnen. Da ist er. Ich habe von euren vielen Fertigkeiten und eurer Tapferkeit gehört. Ich denke, ich kann euch etwas anvertrauen, worüber ich nur ungern spreche. Drognan und ich sind zu dem Schluss gekommen, dass der dunkle Wanderer, der hier durchgekommen ist, Diablo selbst gewesen sein muss. Drognan glaubt, dass Diablo in der Wüste nach dem geheimen Grab sucht, wo Talrasha, der große Magier der Horadrim, Baal gefangen hält. Ihr müsst Diablo finden und dem schrecklichen Übel, das über unsere Stadt gekommen ist, ein Ende bereiten. Drognan ist weise und kann euch sicher einen guten Rat geben, wie ihr Talrashas Grab finden könnt. Es könnte euch einige Zeit kosten, das Grab zu finden. Möget ihr bereit sein, wenn es soweit ist. Anscheinend würde Diablo zu dem Grab und dem Bar wiederbeleben oder so. Weil die sind ja versiegelt oder so. Das um Der ist, da hat sich der große Magier mit dem Dämonen-Ding eingeschlossen. Ja, moin. Aber das ist halt for real. Die letzte Quest vom Akt 2 ist das. Die sieben Gräber. Leute, ist das mit Akt 2 auch schon durch? Nee, wir haben eigentlich jetzt nur den ersten Kapitel von Sexy Dog geschafft. Aber ich habe jetzt das letzte schon gekriegt. Aber er hat ja gesagt, wenn ihr bereit dafür seid.
Wir werden einmal auf jeden Fall lol, das andere machen. Das da, den Stab. Wir sollen in der Hallen der Toten beim verdorrten Hügel. Das klingt irgendwie so, als ob wir da mal rauslaufen müssen. Anscheinend. Alter, wie witzig das Schwert ausschaut, wenn man einfach G drückt. So, ich halte sie gleich. Jetzt sind aber wahrscheinlich wieder die Monster. Ja, natürlich. So. Ja, moin, Schleuderer. Kommen immer mehr Monster wieder. Dann im Akt 2, das ist wirklich ein anderes Niveau auf einmal. Ich schlage in die Luft. Ist er wie gut oder ne? Ja. Ich kann heal. Steingrab gibt's da. Wo wir da schon rein? Ist das die Quest? Angeblich nicht. Dann suchen wir mal weiter. Sind noch nicht einmal auf der richtigen Map. Level up! Ich weiß, was das Skin wäre. Vitalität. Die Frage ist, ob ich jetzt da Widerstand gegen Blitze Skill. Da wäre Widerstand gegen Blitze 52%. Aber dann ist halt die Aura drin und die andere Aura ist halt dann nicht mehr drinnen. Oder wie lange hält er die? Hält er die nur eine Sekunde? Also nur so lange es drinnen hat? Ich drücke immer alle Tasten durch, aber das finde ich nie an. Okay. Erste Stufe, Radius, da steht nicht, wie lange das haltet, aber ich glaube, das haltet nur, wenn du es drinnen hast. Weil gegen den Monster wäre es gerade ziemlich broken, kommt mir vor. Oder? Die haben jetzt alle Blitze wieder, ja? Ich skill das jetzt. Ich druck schon wieder alle Tasten durch, die ist es. Blitze. Das machen wir auch F3. Das war ein Heal drin, das ist ganz geil. So, schau. Das verbraucht aber kein Mana, soweit ich weiß. Okay. Na, tut's nicht, glaube ich. Hey, ja, du hast den Buff nicht? Lore werden eher. Doch, hast du. Vollwiderstand. Das hier ist der Heal besser. Man muss ja nicht healen, wenn, ich nicht, wenn man nicht so viel Leben verliert. Und das ist 52%. Und gefühlt verliere ich so viel HP nur wegen dem Blitzen. Ich wirf. Oh mein Gott. Also die Pfeile, was du durch den Bildschirm fliegen, die machen auch viel Damage. Dafür ist es jetzt wieder schwieriger, die Skills durchzuwechseln. Schauen wir, verlieren wir jetzt weniger B. Es macht noch immer Damage, aber ich kann es viel genauer anschauen. Früher, bevor es da einmal hergeflogen hat und ich war fast tief. Ich glaube, das Schiff smart ist. Ich kann nicht noch mehr tragen. Die verdorrten Hügel. Da müssen wir hin, ja. Das heißt, die Folge Dungeon kann man machen, oder muss man nicht machen wahrscheinlich. Speerkatze, nice.
Oha, 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 ich bin stuck. Alter Schwede. Wie auch immer ich das gerade überlebt habe. Wieso haben die so viel Damage gemacht auf einmal? Ich hab gedacht, die sind den ärgsten Brustbahn, so was es gibt. Ja, ich hab gedacht. Bobby, fangen wir nochmal von Neon Akte an, spielen, hey, damit wir mehr XP haben. Es sind sogar die Ratten da, die Höhlenspringen oder die heißen Strong. Und ein Bulls. Taktisch im Kreis rennen. Aber weil das ein fucking. Versteh ich aber, warum das so viel Damage macht. Wahrscheinlich, weil die haben ja auch immer anspringen. Der Boostel. Oh mein Gott. Ich kann nicht noch mehr tragen. So, jetzt aber. So. Bleiben wir mal kurz mit ihm einfach. Seid gegrüßt. Ich bin Meerschiff, Captain dieses Schiffes hier. Ich steuere die Häfen des Zwillingsmeeres an und gelegentlich Königshafen im Westmark. Aber in letzter Zeit bin ich nicht gesegelt. Jareen hat mir befohlen, für Notfälle hier vor Anker zu bleiben. Okay. Das heißt, man kann da auf jeden Fall mit dem Schiff fahren. Stellt sich übrigens auch raus, die Leute reviven automatisch, wenn die Nacht vorbei ist. Ah, das ist nice. Das ist die Halle der Toten. Mhm. Auch ihn sind angefunden. Die Tränke, die muss ich in mein Gürtel mal einstecken. Mhm. Der Gürtel wird schwer sein, ha? So 14 Tränke. Ich opfer mich ja einfach für Information Gathering. Wollen wir schon noch ein bisschen was schauen da? Nice. Ja, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Ja, spezifisch glaube ich nicht. Ich kauf das, die Maske. Gehen wir in ziehen gleich. Aber ich würde gerne noch ein gutes Shirt. 3K. 6K. Ja. Weil die restlichen Lehen haben irgendwie gefühlt nicht so gute Sachen. Irgendwie ist das fast der beste Lohn. Ich würde das hohe Schild empfehlen. Das kommt einfach nicht, oder? Bei mir kommt es auch nicht mehr. Hast du das ausverkauft und das gibt's nicht mehr? Glaube ich nicht. Bei mir ist es der erste 6K. Hm. Wie schaut denn das überhaupt aus? Das ist auch kurz zum Runschen. Das ist auch schon so aus. Achso, Viereck. Richtig. Oh, das ist ausgekauft quasi. Da ist eins ums 8K. Wenn ich jetzt weiterklicke, ist es weg, dieser Knochenschild. Okay, Knochenschild, das ist gleich das Zeitbeste. Ah, die kriege ich da an, da und da. Die krieg ich nicht so oft. Ja, da wieder nicht. Nein, ich würd for real gern das, was du hast, das klingt echt gut. Mhm. Oder? So, das ist nicht nur umgekommen. What?
Anscheinend kommt es erst dann immer wieder aus der Stadt rausgehen. Glaubst? Jedes Mal, wenn wir zurückkommen, sind alle Läden. Lol, da ist jetzt ein Kristallschwert drin, das haben wir gar nicht gesehen. Das kostet aber nur 6k. Ich weiß. Glaubst du, willst es kaufen? Jetzt ist schon da schon angeschaut. Du willst kaufen? Ich brauche halt unbedingt eine gute Einhandwaffe. Hä? Ich brauche halt eigentlich unbedingt eine gute Einhandwaffe. Das ist Einhandwaffe, oder? Ich glaube schon. Ich habe aber kein Gold mehr. Ich hab's jetzt gekauft. Aber ich hab jetzt, glaube ich, wie viel das schon kostet im Jahr? 7k, gell? 6k hast du gesagt, ja. Ja, schauen wir mal, was wir da gekriegt haben. Müssen wir nachher schauen. Oha, was ist das? 5 bis 15 macht das. Das ist irgendwie. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich besser. Okay. Na dann, das Video ist nicht einmal ich, das ne. Und ich habe jetzt die Maske, die gibt aber nur 13 Verteidigung. Okay. Das ist auch nicht gut. Hey, es war ein Flop. Kann man da einen Sockel aufhauen? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade keinen umliegen, weil mein Inventar da nicht geteilt ist. Du müsstest immer nach Westen wieder reisen, glaube ich. Achso, aber ich habe da so einen Diamant, das geht irgendwie nicht auf. Tja. Das war eher ein Flop. Ich habe eine Top-Schuld gekriegt. Ich habe ein ganzes Gold ausgegeben. Stärke 75 sogar. Ja, moin. Boy, lucky. So, jetzt gehen wir endlich rein, oder? Gell? Nachdem wir die ganze Map da mal upgrindet haben. Aber Alex, du kannst mir antworten, Tribe of Midgard, Tribes of Midgard, Fragezeichen. Ist kannst du mir sagen, das ist praktisch Diablo. Das stimmt, ja. Nur anders, ja. Ohne Story halt. Also, ja. Wie soll man sagen? Ohne Questline halt. Ja, mit Quest, ja, Lore, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Aber ja, stimmt. Ja, es ist mehr ein Survival-Game als Diablo, gebe ich zu. Ja. Fahrt auf Dauer hindurch. Ich muss. Ich hab so das Gift, ich muss eine Haltung gar nicht üben. Der geht so aus hier? Ja, sieh. Ich mach. Alter, das ist, der Gift gibt mir. Er fährt weiter. Beim Gift kommt man auf einer BO, wie das stirbt man. Das würde ich jetzt gern wissen, gell? Ja. Ey, lass Heal drin, bitte. Ich bin auf einer B. Geil, Schilder. Ich fühle mich jetzt stärker und deshalb wurde ich das ganze Geld ausgegeben für nichts, was ich anzahlen habe. Er ist ein Lappen, aber finde ich damit halt besser. Ich bin überladen. Gibt es eigentlich auf der Map bessere Begleiter oder levelt mein Begleiter eigentlich mit? Wie lappt das eigentlich ab? Das ist Level 11, mein Begleiter. Der levelt mit. Mein Begleiter war Level 2, kann ich dir sagen. Wie heißt der Bobby?
ist richtig. Ja, kaufst du den einen Quille? Ein Söldner. Ja, ich hab mein Po gehört. Ja. Ich hab das neue Angebot noch gar nicht angeschaut, irgendwie. Ja, moin. Schaut denn das aus? Yeah. Immer Sackgasse. Was ist denn das? Der Mumie im Sarkophag? Ja, moin. Plötzlich sind wir so ein Schatzkrabjäger geworden. Da. Mein Zweihandschwert ist ziemlich strong. Ancient Trash. Hauptsache, ich wollte Schild haben und renne mit einem Zweihandschwert um. Ich kann gar kein Zweihandschwert nehmen. Nicht wahr? Hab ich nicht gedacht. Oder? Wegen der Stärke oder was? Na, oder 2A-Händler kann ich nicht nehmen, so. Ich brauch Stärke 47, das ist ziemlich viel. Gut, das ist, ja. Und oben gegangen. Extrage! Alter, was sind das für eine? Die hab ich vorher schon gehabt, aber die sind jetzt aufgekommen, dass sie so einen Arm haben. Ach, weglaufen. Alle verklopfen. Ich kann jetzt Torwood machen und es geht über Gegner über. Was passt das? Gift. Ted, du hast das eingesammelt, du. Gift? Hä? Geil. 29 Boost. Jawohl. 29! Ja, was hast du für Boost? Ich hab 76 oder so, nein, so früh nicht. Ja. Kommen immer mehr Mumien raus. Ja, die Brust. Das ist einfach ein Mumien-Spawner. Die haben da so einen Luftpostschacht, wo die ganzen Mumien aufgeführt werden. Dann kommen wir nicht raus. Mhm. Was für Brust hat der Bogi? Ja, ungefähr sowas. 48. Okay. Dann. Da, was macht die für Ritual hier? Kann der Ring. Ich brauche mal wieder einen Gurten, ich habe eigentlich einen richtigen Knappring. 10% schnellere Zauberrate, bringt das was? Nein. No. Es ist nur für Magie. Plus 1 zu Stärke. Yay. Hä, hey, wir sind nicht zurück.
Yo, und ich geh damit nur mal. Oh, schau mal, ja. Gib. Ha? Hast du gesehen? Na? Hey, Dude. Oder schau da oben. Fuck. Mach jetzt noch ein Viecher weg. Ich bin einfach auf Ort übergegangen. Aber es sollte anscheinend nicht lang. Ich kann nicht noch mehr tragen. Okay. Ich hab jetzt noch gesehen, irgendwie. Ist noch auf Ort grün. Ah, vor eine leere Kreatur. Die hast ihn vergiftet. So sicher. Die spuckt ihn einfach an. Tweet. Ah, in guter Alex-Tradition. Es ist Nacht. Was macht man als erstes? Erstmal Arbeitssachen abgeben. Ich habe ja vom Meister gelernt. Ach, weitermachen, oder? Ich will einen Ring kriegen, ich bin so Ringe-Fanatiker. Wenn ich einen kriege, muss ich sofort schauen. Warum nicht? Giftdauer reduziert um 25, das ist gar nicht so bad. Aber was will ich dafür aufgeben? An Max Schaden? Ne, ein Max Schaden ist zu viel, um es aufzugeben, Alex. Überleg mal, was das für ein insane Amount ist. Also jetzt bin ich den Schaden schon gewohnt. Jetzt habe ich den einen Schaden nicht mehr. Das stimmt natürlich, einen Schaden haben oder nicht. Ey, es ist halt... Das Schlimme allein ist halt echt... RIP! Es ist halt... Es ist halt Giga 9 allein alle drei Eingänge zu verteidigen. Das glaube ich da. Hey Alter, ich bin zum ersten Mal gestorben, glaube ich. Hey, wo bin ich denn? Als ob ich echt. Als ob ich kein Holz habe, are you kidding me? In der Stadt. Hey, wir haben aber noch die ganzen Items. Wie hat man kein Holz? Ich meine, außer dadurch, dass man alleine spielt und gestorben ist, aber. So, jetzt damit. Na. Sonst hast du ein Board, Philipp. Ja. So, Support benutzt, gell? Komm ich da hin, oder dass ich stirb? Ja. Schon? Ja. Ey, und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, pretty much das wichtigste Early-Game-Gebiet ist das, wo die kleinen Viecher rumrennen. Okay, komm ich da jetzt hin, Alter. Weil da kann man ja, Silber alles farmen und die droppen kleine Knochen. Das braucht man für eigentlich alle Level 2 Dinger. Der No Death Run ist Geschichte. Oh. Das hat mich da wieder one-hitted. Super, Alex, das Problem hat es nicht. Ich bin in meiner ersten Minute, glaube ich, schon zweimal draufgegangen. So, wir müssen jetzt bei den Hallen der Toten. Eigentlich den Schlüssel, also den Würfel finden, actually. Ja, so ist der Plan. Man gibt hier immer so viel Damage. Mm-hmm.
Mit einem Vergiften auch noch. Sagst du, siehst du, musst von Akt 1 an Tränke. Horten. Horten, ja. Ich hab aber keinen einzigen Trank mehr. Hä? Ach so, Opi. Ich verkauf jedes Mal die Horten. Ich weiß ja nicht. Ist die Jungs in Full und Power? Ja, eh? Der ist halt broken. Lore, wenn ihr 3 schon? Warum nicht? Fast hin. Warum nicht? So shit. Ah ja. Ich hab sie gekauft, das ist um 6000k. So viel war's nicht, aber. Jawohl. Wie mit da behalten, 1 bis 5 Litschern, klingt mir halt so blöd. Das kann man irgendwie so Gegenstand machen, aber ich hab irgendwie keinen. Ja moin, Gift der Hammer. Ja, man hat eigentlich immer schnell Tränke. Irgendwie hat man schnell wieder keine Tränke. Ja, weil Tränke ultra viel Platz haben. Das gibt's nicht. Irgendwer von uns zwar macht Blitzschaden. Was macht der? Blitzschaden kommt, bevor macht der von uns. Yeah. Ich bin's nicht, ich hab noch gar kein Element. Oh, wie war das Spiel auch schwer? Ja, das stimmt. Aber ich sag mal so, auf Level 1 war das Spiel ganz schön tricky. Level 2 ist es dann gegangen. Was so. Auch der 1 einfach durchspielen, der 1 kommt bei diesem. Ich bin Valar. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich weiß nicht, zu zweit braucht man so viel weniger Tränke, witzigerweise. Als der Lavin die alles angeht. Ich kann nicht noch mehr tragen. Was kaputt klo. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Wenn man immer weiter rennt und dann vom nächsten Raum schon den nächsten Monster kommen. Level up, mit Zyko. Ich muss den jetzt mal ausprobieren, das hilft nichts. Also 3-4.
Was sagst du denn zu dem da? Ist der gut? Direkt. Oh mein Gott, wenn der das jetzt gerade macht, was ich mir denke. Ich hab Glück, dass ich auf einer bin und sie. Du? Gönn dir das, kriegst du den Heal da? Der ist broken. Kannst du nochmal machen? Weiß ich nicht, wenn ihr 4 Druck passiert und was? Achso, was falsche draußen drückt. Na, siehst du, jede 2 Sekunden ist das eigentlich. Das ist broken, weißt du warum? Was ist das? Reduziert die Dauer von Gifte und Flüche. Und wir haben plus 9 Heilung alle 2 Sekunden. Und die Dauer ist aus irgendeinem Grund um 39% reduziert. Weil da kriegen wir nur plus 9, aber ich glaube dafür pro Sekunde, glaube ich. Aber das Ding ist auf Stufe 1 und kostet 0 Mana. Ich kann es so mal dumm rein, wir haben Wärmeheal. Eigentlich müsste ich mal zurücksetzen und dann mal schauen, wie geil es ist, wenn ich den auf Max mache. Weil das Zurückblockieren kommt mir irgendwie gar nicht mehr ganz so broken vor wie am Anfang. Keine Ahnung, warum eigentlich nicht. Ich kann nicht noch mehr tragen. Als wie die versucht da drüben liegt. Aber das ist halt, ich bin jetzt so Bärmer-Full immer. Aber es war jetzt auch nicht so viel Monster jetzt. Oh, was ist das? Ist das der Würfel? Ich bin überladen. Oh, da hin. Oh, der Fetzen. Jetzt wird diese Fernkampfattacke eigentlich ganz fein. Alter, ich hab grad richtig broken Runen und Drives mitgebracht. Ich hab halt 3 Runen, die mir je 30% geben, bei meinen Angriffen so ein Energieball ist. Das ist halt komplett so. Nice. Tue. Da ist der Würfel drinnen. Ja, moin. Wir haben die Dungeon geschafft. Da liegt noch ein Würfel, lustigerweise. Also ich geh jetzt mal kurz schauen, was da steht. Okay. Wir haben jetzt einen Würfel, brauchen noch einen Schaft und eine Spitze. Wo die ferne Oase ist, weiß ich noch nicht, und wo die Tempel ist, weiß ich noch nicht. Aber wir gehen jetzt mal kurz alles sortieren. Also warte jetzt mal zurück. Danke fürs Zuschauen, falls euch Diablo 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Servus!